Da geht es heute ja ins erste Halbfinale und einige sind schon ganz schön aufgeregt. Seit über 2 Tagen laufen schon die Proben für das erste Halbfinale. Wir sind im Backstage-Bereich unterwegs und können zuschauen, wie an jeder Pointe, an jedem Auftritt nochmal gefeilt wird. Auf der großen Showbühne müssen sich die Talente beweisen. Hier wird entschieden, wer wird Frankens neuer Supernarr. Gerade probte Elverat Steinwiesen. Sie setzen auf opulente Kostüme. Welche Nummer macht ihr denn? Schneewittchen und die 7 Zwerge. Acht Kameras sind auf die Bühne gerichtet. Licht und Ton werden auf jeden Kandidaten abgestimmt. Für den reibungslosen Ablauf ist Regisseur Thomas Kornmeier zuständig. Er muss den Überblick behalten. Lass uns ganz kurz die Position noch mal checken, auch für Karl. Du siehst den Preis zum allerersten Mal. Kurze Pause, 5 Minuten hat der Regisseur für uns Zeit. Wie läuft's denn im Moment? Unsere Proben laufen sehr, sehr gut. Wir müssen noch schauen, dass alles zusammengeht. Ihr seht ja, es wird wunderbar noch geprobt. Auch das Lichtdesign wird noch abgestimmt. Überall wird getüftelt, überall wird noch geklebt, getan, gemacht, dass alles wunderbar gelingen wird. Hast du denn jetzt schon einen kleinen Favoriten? Selbstverständlich, den verrate ich aber nicht. Kein kleines bisschen, kein kleiner Tipp? Nein, 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 kein Tipp. Ich bin selbst gespannt, ob einer meiner Favoriten, es sind 3 und es gibt einen Hauptfavoriten, dann letztendlich der Supernarr wird, der nach Veitshöchheim darf. Ich bin optimistisch und klopfe auf Holz. Er verrät nicht, aber er hat ja auch nichts zu sagen, weil das entscheidet die Jury. So ist es, ganz genau. Der Jury muss sich auch erstellen, Bauer Eugen. Seit 15 Jahren steht Ottmar Schraut mit dieser Nummer schon auf der Bühne. Jetzt hofft er auf den großen Durchbruch. Obwohl ich bin mit meiner Olga schon 20 Jahre glücklich verheiratet. Also ich zumindest, die Olga hat ein bisschen Pech gehabt, gell? Bauer Eugen hat die Probe ohne Hänger gemeistert. Und ich bekomme plötzlich eine Aufgabe. Um das Pult der Jury richtig einzuleuchten, müssen wir als Double Probe sitzen. Da, wo später die Juroren ihr Urteil fällen werden. Was ist denn unsere Aufgabe? Auf den Knopf drücken da. Und warum? Wenn uns irgendwas nicht gefällt vorne, dann hauen wir auf den Knopf. Mehr habe ich auch nicht verstanden. Also das ist der Job eines Lichtdoubles. So Jungs, 1, 2, 3. Nur noch 2 Stunden bis zur Sendung. Hinter dieser Tür ist die Maske der Jury. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir schon jemanden finden. Bayern 3 Moderatorin Katja Wunderlich ist die Frau in der Jury. Wie alle anderen Juroren weiß sie nicht, wer auf der Bühne stehen wird. Wie sehr freust du dich auf die Sendung? Ja, total, weil es war ja letztes Jahr schon ein Wahnsinnserfolg und ich war letztes Jahr wahnsinnig überrascht, wie viele Talente in Bayern stecken und auch gerade aus Franken kommen. Ihr seid die Jury. Ihr könnt entscheiden, wer weiterkommt und wer rausfliegt. Wie groß ist der Druck da? Wenn ich der Meinung bin, dass es für Veitshöchheim nichts ist, dann bin ich auch brutal und buzzer mal, ja. Aber die meisten schaut man sich auch wirklich erstmal an, weil das, ich sag mal, die können ja alle irgendwas oder haben sich da Mühe gegeben, reisen extra an. Also die haben es auch verdient, dass man sie eine Zeit lang anschaut. Aber wenn ich weiß, das wird jetzt nichts mehr, dann muss der Buzzer her. Gnadenlos sind auch ihre Jurykollegen, die beiden Kabarettisten Bernd Händel und Martin Rassau. Was erwartet ihr dieses Jahr? Ich hoffe, dass wir endlich mal was Lustiges, was Spannendes erleben. Nichts Langweiliges, weil was Langweiliges brauchen wir nicht. Am besten müsst ihr anfangen, der erste Gag muss sitzen, das müsste knallen, ja, dass die Leute gleich mitgerissen werden. Während die Jury die Messlatte für den Supernarr noch mal höher hängt, steigt bei den Kandidaten die Aufregung. Nur noch 1 Stunde bis zur Sendung. Unterstützung kommt von den Fans. Gibt's schon Favoriten etwa? Na logisch. Wen denn? Die Orangen, die wilden Antikörper. Ist das hier der ganze Fanclub oder wie? Da winkt ja ein Riesenauftritt dann für den Sieger. Die höchste Ehre ist das, ne? Wenn er in Veitshöchheim auftreten darf. Es schaut wirklich jeder Haushalt. Was wir jetzt gehört haben, jeder Faschingsmuffel. Wirklich, die schauen sogar den Fass nach den Franken an. Wir sind begeistert. Die Kandidaten bibbern im Maskenbereich. Die wilden Antikörper wirken so kurz vor der Sendung gar nicht mehr so wild. Die Männerballett-Truppe ist angespannt. Gebt ihr uns jetzt eine kleine Kostprobe? Kommt, traut euch, als Generalprobe. Ein Grooven für die Müllmänner. Die kleine Einlage macht die Männer wieder locker.
Die wilden Antikörper, also das wird man gleich auf der Bühne sehen. Mal sehen, ob sie überzeugen können. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Publikum wartet. Bauer Eugen ist einer der Ersten. Wie geht's denn jetzt so ganz kurz vorm Auftritt? Nervös, nervös. Flauer Magen, ich sterbe gleich. Geht der Puls? Ja. Kalte Hände. Oh ja, sitzt der Text. Ja. Ganz viel Glück. Ja, Dankeschön. Bauer Eugen wird noch verkabelt. Die Jury ist bereit. Jetzt müssen die Kandidaten zeigen, was sie drauf haben. Also, sehr schöne Sendung. Viel Spaß. Und ich glaube, das ist eine knallharte Jury.